hast du bis jetzt alles, sag ich mal, ohne Hilfe von außen geschafft? Wie viel Umsatz ungefähr oder wie war deine Erfahrung? Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Amazon FBA. Und heute habe ich den guten Adam hier in Dubai zu Besuch und er macht Amazon FBA seit uns seit Juli 2021. Als Mitglied und ja, ich möchte gerne mal heute die Geschichte von Adam hören. Wer ist denn Adam? Was hat Adam bis jetzt gemacht? Wie kam er überhaupt dazu, Onlinehandel zu machen? So, Adam, wer bist du? Was hast du bis jetzt alles gemacht? Was ich alles gemacht habe, ich betreibe in Hamburg ein Taxi. Also Taxiunternehmen? Taxiunternehmen, geil. Genau. Okay. Genau. Und wie kamst du dazu, Onlinehandel zu machen? Ich kam dazu einfach durch diese Corona-Krise, was kann ich da einfach Produktives machen? Und dann kam ich auf den Amazon mal einfach mal diesen Produktivität und ein bisschen Recherche gemacht, ein bisschen auf Videos nachgeschaut, hab gleich meine ersten Ware bestellt. Und das heißt, du hast ohne Coaching oder irgendwas schon Produkte bestellt. Wann? Das war Januar 20. Januar 2020. Okay, und was hast du bis jetzt alles, sag ich mal, ohne Hilfe von außen geschafft? Wie viel Umsatz ungefähr oder wie war deine Erfahrung? Meine Erfahrung war einfach so, dass ich da in dem Sinne gar nicht geschafft habe. Ich habe das, ich wusste gar nicht, wie ich das forschen sollte und so weiter und so fort. Ja. Letztendlich habe dann natürlich mehrere Videos geguckt und ich habe da auch viele Coaching auch gehabt, beziehungsweise die mich schon ständig angerufen haben. Ich habe da wirklich niemanden vertraut und das hat mich wirklich so Nerven gekostet. Am Ende war es nämlich so, wo ich schon mir schon gesagt habe, ey, es ist schon Ende, komm, lass einfach alles liegen. Ja, du warst dabei kurz aufzuhören. Aufzuhören, das heißt, und dann war ich einfach zu Hause mal schauen, mal kurz angeschaut, der Mentor, unser Kilian, dem Video habe ich nämlich geguckt, mit unserem anderen Klientenbereich, dieses Video hat mich sowas von motiviert, er hat einfach über den PPC erzählt und so weiter und so fort und aus dem YouTube-Bereich gab es ja diesen Link, habe gesagt, okay, da melde ich mich jetzt an und habe mich da einfach mal gemeldet und nächsten Tag drauf hast du mich sofort angerufen und da habe ich gesagt, wow, okay, mit dem muss ich einfach mal erstmal ein Gespräch führen. Okay. Und nach zwei Tagen habe ich mich sofort angemeldet, obwohl ich schon so skeptisch war. Aber du warst skeptisch, warum warst du sehr skeptisch? Das heißt, bei dir war ja das Thema, dass du sagst, okay, funktioniert das überhaupt für mich? Du hast sehr viele schlechte Erfahrungen im Coaching und du hast trotzdem entschieden, das selber zu machen, oder? Wie war diese Erfahrung davor? Warum hast du trotzdem gesagt, okay, jetzt mache ich das? Ja. Also für mich war das nämlich so, dass ich bin ja schon zu oft auf die Nase gefallen. Aber irgendwann habe ich gesagt, ey, es muss doch eine richtig gute geben. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt mit Butrus, warum nicht? Also da möchte ich einfach mal den Chance geben und gegenseitige Chance geben, damit wir uns wirklich, wenn wir uns gut verstanden haben, warum nicht? So, und ich bin jetzt mittlerweile also Ende Juni bin ich ja bei dir drin und wir reden jetzt hier in Dubai. Bin jetzt mit deinem ersten Seminar drin. Und es ist jetzt 5 Monate her und bei mir kracht es. Und ich feiere es. Wie hat sich dein Umsatz gesteigert? Verzehnfacht, verzweifacht, verdreifacht? Also, du hast mir an dem ersten Gespräch auf jeden Fall versprochen, wir würden deinen Umsatz, obwohl es eine schwere Vermarktung ist, verzweifachen können. Aber ich bin heute so dankbar zu dir, dass wir das schon auf jeden Fall zehnfach, wirklich verzehnfacht haben. Und ich bin so froh, dass ich mit dir zusammenarbeite. Du kennst ja diese ganze Geschichte, das heißt im Endeffekt, ja, ich kenne das ja auch mittlerweile. Du, lieber Zuschauer, kennst das mittlerweile, ist ja jeder da draußen Coach, ja? Es sind ja Leute, die mittlerweile so alt wie meine Erfahrung auf Amazon, die wollen dir auch erklären, hier komm mit Dropshipping oder mit dies und das oder wir machen dir deine eigene Agentur oder wir machen dir das komplette Geschäft von A bis Z. Warum hast du dich für uns entschieden oder bereust du überhaupt diese Entscheidung oder was sagst du überhaupt zu diesem Ganzen? Dazu gibt es einen Spruch von Robert Kiyosaki. Er sagt immer,
gehen Sie wirklich mit diesen Leuten, die schon einfach diese Strecke gegangen sind. Und ich habe das wirklich, deine Erfahrung mit deinem Video schon angeschaut, habe gesagt, ey, der hat auf jeden Fall Erfahrung und da möchte ich gerne mal durch. Und wenn du mir die Frage heute stellen würdest, ich habe heute nie Bereuung und ich bin wirklich froh, dass ich bei dir schon im Klienten bin, definitiv. Okay. Und das würde ich auf jeden Fall jedem ins Herz legen, obwohl ich schon sehr skeptische Person bin, auch nicht an jeden vertraue, weil durch meine Erfahrung, durch Taxifahrt, Menschenkenntnisse und so weiter und so fort, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber vertraue einfach dieser Person und da wird ja nie bereuen. Und höre wirklich von draußen, Außenbereich, wenn jemand dich dann einfach mal ansprechen möchte, frag den mal einfach nach, was haben die einfach durchgemacht. Ich meine, ich hab es einfach Butters gefragt, er konnte es mir einfach erklären. Und deshalb bin ich innerhalb von 5 Monaten erfolgreich geworden, wirklich. Also die Zahlen stimmen und die Zahlen lügen nicht, definitiv. Kannst du mal ein paar Zahlen nehmen, weil die kann man erzählen, weil die Leute glauben, ja. Man kann heutzutage jeder Testimonial einfach mal diese Entwicklung einfach. Ich hatte mir das gestern, wer um mich auf Instagram halt oder wer, hast du dein Handy dabei? Ich habe das Handy jetzt gerade auf dem Tisch. Du kriegst es. Gib mal her. Der Kollege gibt es einfach mal hier zu sehen. Weil viele meinen, ja, so Testimonials kann man ja überall jetzt setzen. Kann ich auch verstehen. Wie gesagt, mittlerweile gibt es leider jede Menge Angebote auf dem Markt. Jeder nennt sich heute Coach, Mentor. So, jetzt zeigen wir hier mal das Ergebnis. Schau mal einfach mal kurz in die Kamera halten. Kann ich ja mal kurz hier. Da sieht er einfach hier. Ich komme näher zur Kamera, wo er gestartet hat. Hier sieht man einfach diese Kurve, wo er gestartet hat. Da sieht man, wie das jetzt bei ihm steigt. Das heißt, hier hat er alles auf eigene Faust versucht. Und ja, ging ja gar nicht. Das kann man sagen. Jetzt hat er das Zehnfache. Und die Frage lautet, wie viel Zeit hast du verloren? Wie viel, weil das Ding ist, viele versuchen es ja auf eigene Faust. Viele sagen, ich brauche kein Coaching. Ich bin gut, ich bin der Beste, ich bin der beste Unternehmer. Ich brauche kein Coaching. Und hier eine kurze Geschichte an der Stelle von meiner Tochter. Die kann nicht so gut schwimmen. Hat gestern gesehen, oder nicht gestern, letzte Woche gesehen, dass ein Trainer den Kindern beibringt zu schwimmen. Und sie lernt seit einem Jahr Klavier. Sie hat gelernt, okay, durch einen Lehrer komme ich einfach schnell voran. Jetzt hat sie diesen Schwimmlehrer gesehen und hat gesagt, Papa, ich will den Mann buchen, frag bitte, was das kostet. Jetzt habe ich das klar gemacht und die weiß schon mit 9 Jahren, dass ohne Trainer man nicht weiterkommt. Und ich verstehe einfach nicht, warum viele Unternehmer diesen Punkt gar nicht kapieren. Sie versuchen das auf eigene Faust und am Ende kostet das sie ihre Existenz. Du warst genauso, du warst auch genauso skeptisch. Und ich hatte ja das Glück gehabt, dass ich einfach dich überzeugen konnte. Das war eine Woche, wo ich mein Vertriebsteam selbst aufgebaut habe. Wo ich gesagt habe, okay, jetzt nehme ich das selbst in die Hand. Ich will einfach wissen, warum diese Leute unser Angebot nicht annehmen. Und meine Frage war, warum bist du oder warst du so skeptisch, einen Lehrer oder diese Hilfe von außen anzunehmen? Ich versuche das mal zu verstehen. Warum die Menschen meistens skeptisch sind und diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen? Also ich gehe mal davon stark aus, dass die Leute schon sehr stolzig sind. Die denken, also jeder denkt, dass ich krieg das schon selber und so weiter und so fort. Also gar keine Frage, jeder kann sich natürlich was machen. Nur für eine Sache zu machen, dafür brauchst du erstmal Werkzeug. So, und quasi für den Amazon-Mentoring. Ja. Für das Amazon-Mentoring. Ja. Du bist wirklich der beste Werkzeug dafür, dass man wirklich dann erfolgreich sein wird. Danke. Also das ist meine Worte dafür. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das muss ich auch zugeben, ich bin auch mit einem Partner eigentlich damals angefangen. Und als ich mit dir dann einfach getroffen, du weißt ja selber, wir wollten ja eigentlich schon zu zweit anfangen. Und er wollte es nicht mitmachen. Ich habe gesagt, okay, dann hat sich das geklärt, dann mache ich das einfach selber. So, und ich weiß jetzt, wo ich bin. Und was macht dein Partner, der gerade das oder das Coaching nicht mitmachen wollte? Macht er weiter? Hat er aufgehört? Nee, er versucht gerade weiterzumachen, alleine. Und wie weit kommt er? Nicht viel. Das ist halt das Ding, was viele einfach nicht kapieren, ist diese Zeit. Die Zeit kannst du nicht rückgängig machen. Ja? Das heißt, wie viel Zeit hat man? Ich selber
geh selber zu Coaching. Egal welches, ja, oder welchen Bereich ich lernen möchte. Denn ich stelle mir einfach immer die Frage, okay, wenn ich das nicht tue, wie viel Zeit muss ich verlieren, um dahin zu kommen? Und ich frage mich immer, was bringt mir das, bevor ich einfach mich frage, was kostet mich das? Das heißt, die Frage ist nicht, was es mich kostet, sondern was bringt mir das? Ich hatte letztens einen Unternehmer, ich habe dem einfach für einen Tagessatz 17.500 Euro bezahlt, netto. Ja? Einige sagen, meine Frau oder so, oder würde sagen, was? Aber sie versteht das mittlerweile. Das heißt, sie sagen, okay, was bringt das? Das ist die Frage, die sie stellt. Aber viele deines Umfelds oder deinen Leuten sagen, oh Gott, dafür kaufst du dir doch ein neues Auto, um Gottes Willen. Aber wenn sie erfahren würden, dass du das Zehnfache rausholst, dann ist natürlich eine andere Bedeutung. So, okay, Adam, was sagst du als Schlusswort zum Thema Amazon? Funktioniert das Geschäftsmodell? Glaubst du daran? Empfiehlst du den Leuten hier zu starten? Bevor ich das sage, würde ich noch kurz was ergänzen. Ja. Und zwar auf dieser Welt, die Leute, die wirklich darauf nicht achten. Es gibt zwei wichtige Faktoren. Gesundheit und Zeit, Leute. Und Zeit können wir wirklich durch mit, wenn du einfach mal Amazon starten möchtest, dann mach das einfach mit Mentoren zusammen. Glaub mir, das, was du zahlst, das bekommst du zehnfache, von mir aus sogar schon 50-fache raus. Also das ist meine Andeutung. Ich habe meine Zahlen gesehen. Und du musst keine Gewinnbeteiligung bezahlen, du musst keine Umsatzbeteiligung bezahlen. Genau. Du musst auch nicht auf Scam von Serviceagenturen reinfallen. Definitiv, definitiv. Und zu deiner Frage, würde Amazon laufen? Definitiv. Also online ist einfach Zukunft. Und das würde ich wirklich auch jedem ins Herz legen. Danke, Adam, dass du dabei bist. Herzlichen Glückwunsch für deine Ergebnisse. Dankeschön. So, danke, lieber Zuschauer, wenn du sagst, okay, das interessiert mich, ich möchte mich auch in diesem Bereich steigern, ich habe gar keine Ahnung. Übrigens, 83% unserer Teilnehmer sind komplette Anfänger, die einfach nebenbei das Ganze gestartet haben. Wenn du sagst, ich will wissen, ob das für mich was wäre, in der Videobeschreibung findest du einen Link, klick einfach drauf, lass uns unverbindlich sprechen. Du wirst mit einer unserer Mitarbeiter sprechen, das wird eine nette Dame meistens sein. Und wenn du Glück hast, sprichst du mit mir oder mit Kilian und dann können wir einfach schauen, ob dir überhaupt dieses Business zustehen kann und wie wir dir helfen können, das Geschäft für dich aufzubauen. In diesem Sinne, bis dahin, und vielen Dank, Adam. Und auf jeden Fall Kanal abonnieren, da wird ihr nie bereuen. Bis dahin, danke.